Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Dessert-Video. Heute werden wir richtig edle, köstliche Dessertkugeln zubereiten, mashallah, die man nicht mal backen braucht und die man in sehr kurzer Zeit herstellen kann. Dazu benötigen wir nicht mal viele Zutaten, wie ihr sehen werdet. Das kann also jeder praktisch zu Hause zaubern, diese leckeren Dessertkugeln, und damit seine Gäste überraschen, mashallah. Wir brauchen nur etwas Mascarpone dazu und dann irgendwelche Kekse, die niemand mehr mag, oder auch Frischeiwaffeln könnte man stattdessen benutzen, etwas Zimt als Gewürz und etwas Puderzucker und dann eben diese blättrigen Mandeln und die Kokosraspeln, um damit diese Dessertkugeln zu coaten. Trotz dieser wenigen Zutaten schmecken diese Dessertkugeln hinterher richtig köstlich, mashallah. Wir fangen jetzt an und geben die Hälfte dieser Frischeiwaffeln-Packung hinzu und zerbröseln die ganz klein in eine Glasschüssel, und dann werden wir noch diese Kekse, die wir hier links sehen, ebenso dazugeben und ganz klein bröseln zwischen den Händen. Man könnte theoretisch irgendetwas dafür benutzen, also irgendwelche alten Kekse, die niemand mehr mag, oder auch einen alten Kuchen, der übrig geblieben ist. Also man kann da praktisch nehmen, was man möchte. Das spielt da keine so große Rolle. Man kann mit diesem Rezept quasi eine tolle Resteverwertung tätigen. Nachdem wir jetzt alles schön zerkrümelt haben, nehmen wir eine Bio-Zitrone und reiben die Schale von dieser ganzen Bio-Zitrone ab und schauen dabei immer, dass wir nur die oberste Schicht der Schale abreiben und nicht das Weiße der Schale, denn das Weiße der Schale ist bitter. Denn wir möchten ja für die Dessertkugeln nur diesen leckeren, erfrischenden Geschmack der Zitronenschale verwenden. Jetzt geben wir noch 50 Gramm Kokosflocken hinzu. Ich mag das immer besonders gerne mit Kokosflocken. Die mache ich fast in alle meine Desserts immer rein. Dann geben wir noch einen Teelöffel Zimt und 2 Esslöffel Puderzucker hinzu. Und jetzt kommt die Mascarpone hinzu. Wir nehmen hier jetzt 250 Gramm von dieser Mascarpone, also nicht alles, nur die Hälfte. Aber da muss man dann variieren, je nachdem wie viele Kekse man hat oder wie wenig, nimmt man dann mehr oder weniger von der Mascarpone, damit man am Ende eine sehr schöne, geschmeidige Konsistenz erhält, die nicht klebrig ist, also die nicht zu flüssig ist, aber auch nicht zu fest ist. Also weder zu nass noch zu trocken. Jetzt gebe ich hier noch 50 Gramm gehackte Mandeln hinzu. Das mag ich auch immer sehr gerne in meinen Desserts. Da hat man was zu beißen. Aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wir vermischen nochmal alles gründlich. Und jetzt ist die Mischung auch schon fertig und kann für 2 Stunden in den Kühlschrank kommen. Nachdem jetzt diese Masse 2 Stunden gekühlt wurde, werden wir jetzt die Dessertkugeln daraus formen. Und dazu geben wir etwas Öl auf die Handflächen, damit nichts klebt an den Händen, und formen jetzt aus dieser Masse jeweils kleine Dessertkügelchen. Die kann man dann größer oder kleiner formen, je nachdem, wie man das gerne mag. Und dann wälzen wir sie am Ende hier jetzt in den blättrigen Mandeln und geben sie in solche kleinen Papier-Muffin-Förmchen. Aber man kann sie auch ohne diese Förmchen einfach auf einen Teller geben. Das kann man machen, wie man möchte. Ja, und jetzt werden wir nach und nach einfach alle Kügelchen aus dieser Masse formen und die Hälfte davon eben in diesen blättrigen Mandeln wälzen am Ende und die andere Hälfte eben in Kokosraspeln. So, die Hälfte der Dessertkügelchen ist schon fertig, die eben mit den gehobelten Mandeln. Und jetzt werden wir die andere Hälfte formen und diese dann jeweils in Kokosraspeln wälzen. Und ich finde eben, wenn man jeweils eine Kugel immer in solche kleinen Papier-Muffin-Förmchen gibt, sehen die eben noch edler aus und fast wie halt vom Bäcker. Aber wenn man jetzt diese kleinen Muffinförmchen nicht hat, kann man sie auch einfach nur auf einen großen, runden Glasteller zum Beispiel geben. Darauf würden sie sicher auch sehr edel aussehen. Mashallah, ja, und dann kann man sie letztendlich dann so, wie wir sie hier jetzt sehen, servieren, seinen Gästen anbieten. Sie sehen einfach wirklich edel aus, und nicht nur, dass sie so schön aussehen, die schmecken auch richtig lecker, finde ich, mashallah. Also mir schmecken die wirklich lecker. Denn der feine Geschmack dieser edlen Dessertkugeln entsteht auch durch die Kombination der Kekse mit den Kokosraspeln und dem Zimt dabei und dem Abrieb der Zitronenschale, als auch mit diesem edlen Frischkäse, denn die Mascarpone ist ja einer der leckersten Frischkäsesorten, die es überhaupt gibt. Ich persönlich mag dann noch die gehackten Mandeln sehr gerne darin, wenn man darauf beißt, das mag ich immer besonders gern. In den Dessertkugeln, mashallah. Hier seht ihr nochmal, wie sie dann von innen aussehen. Man sieht diese Kokosraspeln und die gehackten Mandeln darin. Sehr lecker, mashallah.
Ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachmachen dieses leckeren Dessertkuchenrezepts. Guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen und dann sehen wir uns inshallah wieder das nächste Mal. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.